Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum zweiten Teil des Operntalks hier aus der Oper am Augustusplatz. Mit mir im Gespräch ist Generalmusikdirektor und Intendant Professor Ulf Schirmer. Guten Tag, Herr Schirmer. Guten Tag, Frau Lange. Es hat ja über 40 Jahre gedauert, dass der Ringzyklus erstmalig wieder komplett hier in Leipzig gespielt wird. Woran lag das? Diese lange Zeitdauer hat sehr viele Gründe. Ich weiß, dass in den 90er Jahren der Ring gespielt werden sollte, denn ich bin als Dirigent angefragt worden. Aber das Ganze hat sich dann zerschlagen. Dann gab es eine Phase, so etwa vor 7, 8 Jahren, da fing man an zu überlegen, hat das dann verworfen. Sehr kompliziert. Ich bin sehr froh, dass wir es da jetzt hingebracht haben, dass in dieser Spielzeit der Ring komplett wird. Rosamund Gilmour hat alle 4 Teile des Rings inszeniert. Karl Friedrich Oberle war verantwortlich für die gesamten Bühnenbilder und Nicola Reichert war verantwortlich für die Kostüme. Wie empfanden Sie denn die Zusammenarbeit mit diesem Team und ist es hilfreich, wenn man bei einem solchen großen Projekt mit einem und demselben Team zusammenarbeitet? In diesem Fall großes Ja. Ich habe dieses Team engagiert, weil ich wusste, dass diese 3 Künstler zyklisch denken würden. Und das wollte ich unbedingt. Ich möchte erreichen, dass die Oper Leipzig den Ring über viele Jahre, ja gar Jahrzehnte spielen kann. Dazu muss es in sich konsistent sein. Und ich wollte, dass dieses Gesamtwerk als Zyklus erzählt wird. Und gerade die Bauweise von Herrn Oberle macht das möglich. Ja, also wir haben eine Entwicklung des Bühnenbildes hin zur Götterdämmerung. Das Bühnenbild stellt alles in den Schatten an Größe, was wir bis dato hatten hier im Haus. Nun können Sie ja wahnsinnig stolz sein auf so ein enormes Projekt. Aber wie sieht es dann auf der anderen Seite aus, wenn man jetzt so lange mit dem Team gearbeitet hat und es geht langsam dieser Prozess zu Ende? Sehen Sie das auch mit einem weinenden Auge? Es stellen sich natürlich Gewohnheiten ein, also bestimmte regelmäßige Besprechungen, Reisen des Chefdramaturgen, der dann vermittelt zwischen dem Haus und dem Team und viele Kleinigkeiten, wie das so ist in einem Betrieb. Das wird dann zum Erliegen kommen. Wie es mir damit geht, weiß ich noch nicht. Ich nehme mal an, ich bin ein sentimentaler Mensch, das wird mich auch ein bisschen traurig machen. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch alles Gute und einen guten Rutsch, Herr Schirmer. So, liebe Zuschauer, den kompletten Ringzyklus erleben Sie Anfang Mai und Ende Juni 2016 hier an der Oper Leipzig. Sollten Sie für diese Spielzeit die Karten für den kompletten Ring nicht bekommen, dann haben Sie die Möglichkeit am 23. und 24. Januar das Rheingold und die Walküre anzusehen oder am 20. und 21. Februar die Walküre und Siegfried, 2 halbe Ringe sozusagen. Vorher wünschen wir Ihnen einen guten Rutsch, alles Liebe und auf Wiedersehen. Thank you.